Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Adventure April. Heute mit Bela Kovacs and the Trail of Blood. You people know them well. The eyes gazing from the shadows. The claws scratching in the attic. The freaks under your bed. The spooks in your closet. Let me tell you a secret. They are all real. The name's Bela Kovacs. Location, the old world. If you're in trouble, you'll find me. And if you are trouble, I'll find you. Und ja, damit willkommen zu Bela Kovacs and the Trail of Blood, wie ich gerade schon sagte. Und ihr seht, es gibt eine Menge zu spielen. Es gibt 5 Chapter, die ich natürlich alle nicht freigespielt habe, weil ich auch dieses Spiel, wie sollte es anders sein, seit ungefähr 43 Jahren nicht mehr gespielt habe. Fangen wir einfach mal an. Chapter 1. Sometimes I'd like to forget it all, return to the ordinary world I was born to. But I know I can't. Certain knowledge comes with certain responsibilities. God knows I wasn't looking for trouble. Life was hard enough already after leaving the force. Hungary, Central Europe. Jobs for an ex-cop were scarce and didn't pay well. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen hake, aber es ist nicht gerade groß geschrieben. But trouble found me, and it left my niece Anna, a lovely little 20-year-old girl, in a pool of her own blood. The case was messy and mysterious. Kata, my sister, told me the police hushed up the murder. No official statements, not a single word in the press. They didn't even let her see her own daughter's body. Maybe I should have known better, but I had to have a look at the crime scene. Anna ending up as a cold case file just felt too much to swallow. Es ist schon... Ah, Gott, Hilfe. Ah, ich erinnere mich gerade wieder. Okay, da... Okay. I had to find all the clues the murder left behind. Click on the suspicious clues and find all 13. Okay, es ist gerade mehr so ein bisschen Wimmelbild, stelle ich fest. Das hatte ich irgendwie nicht im Kopf, aber egal. Ihr seht, das Storytelling ist schon so ein bisschen Max Payne-like und das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. So, was haben wir denn hier für Clues? Diese Jacke zum Beispiel. Nein, dieser riesige Haufen Blut. The blood on the sofa wasn't much. Ach nein? But it had been smeared over a large surface. A small wound and a long wrestle between victim and murderer. Murderer. There were 2 glasses on the table. 2 different sets of fingerprints on them. Na klar, ich finde meine ersten beiden Hinweise und stelle da Schilder mit 5 und 3 neben. Das klingt doch vollkommen logisch. The wristwatch on the table was broken. The hands on the upper clock face were still moving. But those on the lower one had stopped at 2:50 a.m., sagt man das so? The small blood drops on the table were from a shot. Shallow cut, Entschuldigung. This was possibly a first feeble attack. Oh, eine zerbrochene Flasche. The remains of the bottle had some dark hair on them. Anna's hair was blonde. These had to belong to the murderer. Alter. Hallo. Anna had to know the killer. It was a date murder, not an assault. They drank together from at least 8:53 p.m. to 2:50 a.m., the time of the kill.
Na klar, nur weil die Uhr da kaputt gegangen. Naja, egal. Okay. Hier sollen 13. Wo soll denn hier noch was sein? Na. Ach, ich kann hier noch in ein anderes Zimmer gehen. Oh, Alter! Hallo. That is a lot of blood. Even though most of it had gone right down the drain. So, here she died, sitting in her own shower. These are from an arterial wound, on the pattern of the blood. Yes, most of the blood had been shooting towards the murderer. Average build, about 6 feet tall. Na. She bled to death. Nein, sie ist verblutet. Nein, gut, dass du sagst, ich wäre nicht drauf gekommen. Not a very fast or practical way to kill someone. He just enjoyed this way, probably. Okay, fehlen mir aber immer noch eine ganze Menge Clues. Hab ich hier noch was? Oder gibt's noch einen weiteren Raum? Ah, na klar, die habe ich da auch total hängen sehen. The door was kicked in from the outside, with the key still inside the lock. Aber ich dachte, es war ein Date. Also, warum sollte dann die Tür eingetreten sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, der Laptop, natürlich. The laptop was still on with the last chat message left on the screen. It said, "Sorry, I'm not alone. I'll call you back." The recipient, wie auch immer, was Lily, Anna's best friend. The time, 8:53 p.m. It also seemed like a good idea to have a closer look at the mouse. Oh, hallo. The killer's first cut almost missed. Maybe it wasn't a cut at all, but a scratch or a bite. Then Anna started to wrestle him and eventually freed herself. She got the bottle and smashed it on his head. Good job, baby. But it didn't help you. The fingerprints on the mouse had to belong to Anna. Ja, richtig. Komm her. Alter. The fingerprint on the mouse was the same as the one on the smaller glass, so the one on the larger one had to be that of the murderer. Ja, klingt logisch. Oh, hier ist auch noch irgendwas. The bloody footprint on the windowsill, different from the ones on the door. Okay. Und ein Clou fehlt uns hier jetzt noch. Also, ob das was nicht. Ich habe das Gefühl, das wird hier irgendwas am Fenster sein. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Nee, auch wenn ich noch 17 Mal über diese Pflanze fahre, sie ist es offensichtlich nicht. Ist doch alles nicht wahr.
Bathroom hatten wir auch alles, ne? Ich meine, das soll hier auch noch großartig sein. So groß ist der ja auch nicht wirklich. Also entweder stehen wir auf der Toilette oder sitzen auf der Toilette oder es gibt keine. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Hinweis, aber mich fragt ja keiner. Ach, jetzt kann ich auf einmal das Bild anklicken? Na toll. The photo pictured Kata and Anna, mother and daughter. Someone knocked it off the table. Someone hurrying towards the window, covered with blood. It wasn't the murderer who kicked the door in. It had to be the officer who first arrived at the crime scene. The murderer left through the window. A window on the fourth story. Okay, kann man auch mal aus dem vierten Stock springen. Bela Kovacs wants to catch more bad guys. Nein, ich will jetzt nicht kickstarten, geh mal weg. Six feet tall, dark hair, probably in his 20s. I also got his fingerprints. There was more information than I hoped for. But there were some unsettling details I couldn't fit into place. How could he finish the murder after she smashed a champagne bottle on his head? How could he escape through a window on the fourth store? Either the prime suspect was Clark Kent, or I missed something. I needed more answers, and I knew where I would find them. Ups, da habe ich aus Versehen die Aufnahme ausgemacht. Das war der falsche Knopf. Den wollte ich eigentlich drücken. Budapest Police Headquarter, Homicide Division, my former workplace. It's been a warm, lazy Saturday afternoon, which made the idea seem less crazy than it would have usually been. I had to choose my words carefully if I wanted to get inside the police headquarters. Inspector Kovacs, can't believe it. It's been a million years. Hey, dear. Click the correct dialogue options to get forward. So, what brings you here? Tja, entweder, oh nothing, I was in the area and decided to pop in. Got something for Molnar. I'd like to drop it off in his office. Ah, wir kommen mal direkt zur Sache. Just give it to me, I'll make sure he gets it. You know, it's a bit personal. I'd rather go up. Sorry, man. You know you can't do that. If anyone sees you, I'm dead. Ah. Ja, bei der Frisur vielleicht auch gar nicht verkehrt, aber okay. Ah, come on, babe. Haven't I always been your favorite trooper? Alrighty then, go ahead. Na, das war einfach. So, und was wir jetzt hier machen müssen, das könnt ihr magnetisch selber rausfinden. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Also, auch wenn es so ein bisschen wimmelbildmäßig ist, ich finde es sehr cool gemacht an sich. Gerade für ein kostenloses Flash-Game ist das schon sehr geil auf jeden Fall. Okay, dieser alte Apple ist vielleicht, naja, ein bisschen übertrieben.
I was sure the police database would hold a lot of information, but I wanted to check this office for clues first. Ich dachte, ich sollte... Naja, egal. Gut, also wenn ihr selber weiterspielt, klickt nicht auf den Apple. Egal, was ihr tut, klickt nicht auf den Apple! Okay, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken, viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns morgen wieder mit einem weiteren Adventure, mit Adventure April. Hey, Überraschung! Und bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und sage, macht's gut, haut rein und tschüss.